Ein Jahr Heli-Kontext Patriot Heavy Fleecejacke. Und wenn du wissen willst, was die kann und was meine Erfahrungen mit dieser Fleecejacke sind, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Shop. Lieb's gut, schön, dass du dabei bist. Ein Jahr ist es her, da habe ich das Video gemacht, den Link gebe ich wieder da an der Stelle und da war ich schon der Ansicht, dass das hier meine beste Fleecejacke ist und ja, jetzt ein Jahr später mag ich ganz einfach sagen, ja, sie ist es noch immer. Meine Erfahrungen mit dem Teil und es haben mich auch sehr viele gefragt, wie das mit Waschen ist und mit Geruch und so Geschichten und mit sowieso und Pflege leicht und so und da mag ich auch ganz kurz drüber sprechen. Wir haben diese Jacke, wenn ich nämlich ich sage, dann ist es gelogen. Wir heißt die Manuela, also wir ist auch falsch. Die Manuela hat sie zweimal gewaschen, weil die natürlich, ja klar, wegen dem Geruch, aber das ist ganz klar. Ja. Erstens durch das Schwitzen, obwohl es ja hier diese Entlüftungsschächte hier gibt, ja, diese Entlüftungsteile auf beiden Seiten, fangst zum Miefen an und natürlich, weil ich andauernd am Lagerfeuer bin und ja, so. Und wir haben sie, also wir, sie hat sie zweimal gewaschen, ja. Und wenn ich mir das anschaue, weil ja viele gemeint haben, fangt ihr dann ins Fusseln an oder ins Schlechtwerden an? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine hier in den Bereichen da, da wo die Teile aneinander reiben, da wo ich zum Beispiel mit meinem Bart immer ankomme, da, wenn man da hinschaut, da ist es ganz leicht, ja, ganz leicht aufgerieben. Aber jetzt nichts, wo ich sage, wow, das wäre ein Mangel. Ganz im Gegenteil, ich bin noch immer hundertprozentig davon überzeugt, und denke mir, absolut irre, wie die das machen. Vom Waschen her eines noch ganz kurz, also das habe ich mir sagen lassen, Schongang, ja, einfach in Schongang. Was ich immer mache, das mache ich, wenn sie recht stinkt, dann weiche ich sie, und auch dreckig ist, dann weiche ich sie einfach einmal im Wasser ein, also ich räume alles raus oder auch nicht, aber da kriege ich dann Schimpfen, wenn ich es nicht mache, aber ich lege sie ganz einfach in Wasser ein und lasse sie da mal einweichen und das erste Abschrubben, das muss ich selber machen. Ist ganz einfach so und das ist auch fair und absolut in Ordnung. Und dann wird die im Schonwaschgang mit ganz wenig Waschmittel, wirklich ganz wenig Waschmittel gewaschen und sie hat natürlich, doch, also sie riecht nicht mehr so wie am ersten Tag, aber man kriegt das alles raus, also das ist überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema. Und viele haben mir auch gesagt, Reine, du hast sie ja nur hergezeigt und hast sie nicht ausgezogen und hast nicht das Innere gezeigt und so. Und das will ich jetzt an dieser Stelle etwas genauer machen, weil ich da ein bisschen Schimpfwort gekriegt habe und das will ich natürlich nicht. Das hier ist der Rückenbereich und in dem Rückenbereich, da ist jetzt nicht direkt ein Vlies, sondern ein Innenfutter. Dieses Innenfutter ist notwendig, weil es auf der Rückseite hier diese Popo-Taschen gibt sozusagen, von denen man von beiden Seiten kann man zugreifen, da kann man da durch, hallo, und etwas dazugeben. Ich nutze das zum Beispiel für die Hauben, ich nutze das zum Beispiel für die Handschuhe, da ist das sehr, sehr praktisch und ja, wenn ich mich dann ins Auto setze, ist es natürlich klar, da habe ich dann hinten den riesen Kupf, das muss dann wieder raus, aber das geht wirklich sehr gut und da bin ich positiv überrascht. Das hier wird wahrscheinlich für irgendwelche Kopfhörer oder anderes Zeug sein, weil man ja hier Taschen hat, das heißt, da kann man da irgendwie so durch, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich für die Kopfhörer oder schlag mich tot, ich habe keine Ahnung, ja, ist das auf beiden Seiten eingebaut, nutze ich nicht, weil ich Kopfhörergegner bin, nämlich also in der Natur zumindest, ja, also ich werde mich nicht zustöpseln und dann herumgehen, das tue ich nicht, vielleicht, weil es ja auch eine Einsatzjacke ist, dass man da ein Headset hat, dass man kommunizieren kann, in irgendwelchen Einsätzen und das brauche ich auch nicht oder Funkgeräte, die man da bedienen kann, das brauche ich alles nicht und deswegen nutze ich das auch nicht, hat aber keinen Nachteil, was die wärmetechnische Sache betrifft, überhaupt nicht. Was ich voll super finde, sind diese großen Taschen, ich liebe die noch immer, ich bin ja ein Schreiber. Das heißt, ich schreibe andauernd irgendwas und ich habe überall meine Notizbücher, weil ich ein, wie man in Österreich sagt, A14-Schädel bin. Das bedeutet, ich bin vergesslich und etwas zerstreut und brauche daher meine Notizen. Und das geht da auch super, weil hier innen, ja, hier innen sind dann noch einmal so Täschchen, so kleine Täschchen und da passt der Kugelschreiber rein. Da passt zum Beispiel auch ein Victorinox-Messer genau rein. Das heißt, ich habe auch Ordnung in der Tasche. Es ist nicht alles einfach ein Pflock drin sozusagen, sondern ich kann auch hier noch eine gewisse Ordnung in diese Tasche hineinbringen. Das ist auf beiden Seiten so und das finde ich sehr, sehr praktisch. Und was ich auch sehr gerne mag, sind diese Taschen hier, ja, diese Ärmeltaschen. Und der Zip ist noch immer so wie neu, ich habe ihn nur einmal mit Silikonspray, aber das mache ich ganz einfach, ja, mit Silikonspray eingelassen. Das ist alles absolut top und außer, dass ich Hundehaare immer wieder drauf habe und Katzenhaare, ist es ganz einfach so. Der Klettverschluss funktioniert noch immer,
auch einwandfrei. Ich musste den hier mal so richtig schön säubern, weil ich in Gras gekommen bin. Aber da gehe ich dann mit einer Bürste drüber. Ja, das muss ich selber machen. Also da wird mir nicht geholfen. Mit einer Bürste wieder ab. Es ist jetzt nach dem Jahr das eine oder andere Fädchen zu sehen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin noch immer hundertprozentig davon überzeugt. Ich finde die noch immer absolut klasse. Und wenn du nach einer Fleecejacke suchst und nicht unbedingt das günstigste suchst, aber auch nicht das teuerste, sondern etwas, was ein gutes und faires Preis-Leistungs-Verhältnis hat, dann bin ich der Meinung, dass die Jacke, sofern du auch auf Kapuzen stehst, einfach super ist. Gibt es ja in unterschiedlichen Farben. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Schau dir das ganz einfach an. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert wie am ersten Tag. Das war's. Was soll ich noch sagen? Ich sage danke dafür, dass du dabei sein. Ich mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten und einen Kommentar. Ich weiß ja, dass einige meiner Follower und Fans oder wie ich das jetzt nennen soll, ja, diese Jacke gekauft haben. Und jetzt mag ich dich bitten, wenn du sie gekauft hast und im Einsatz hast, jetzt im Endeffekt ja auch fast ein Jahr, dann mag ich dir auch um deine Erfahrungen bitten, nämlich dass du die unten in einen Kommentar reinschreibst. Auch wenn du vielleicht selten Kommentare schreibst, das wäre voll super, dass wir auch eine Sammlung haben, weil ich weiß auch, dass viele Leute, die sich meine Produktvideos anschauen, dann unten runterscrollen und anschauen, welche Kommentare da dabei stehen, was die anderen, nicht nur ich sage, sondern was die anderen sagen und ob die auch dieser Meinung sind und wo vielleicht Einsatzgebiete sind, die ich nicht bedenke, weil ich sie einfach nicht habe. Es wäre super, wenn wir das teilen könnten. Danke, danke, danke. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen und ein Link zum Produkt. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.